Das Geheimnis für Neulinge, um ihre Ausrüstung schnell von Stufe 1 auf Stufe 6 aufwerten zu können, ist... Metro Cash ist eine wichtige Währung in Metro Royale. Damit kannst du viele wertvolle Gegenstände auf dem Schwarzmarkt kaufen. Willst du also in Metro Royale zum Millionär werden und dich mühelos kampfbereit machen? Heute zeige ich dir, wie du dich auf der Karte richtig zurechtfindest, um mit geringem Aufwand viel Geld abzustauben. Wenn es darum geht, schnell an reichlich Beute zu kommen, denken neue Spieler oft daran, die radioaktive Zone zu betreten. Die radioaktive Zone ist in der Tat eines der ressourcenreichsten Gebiete in Metro Royale und voll mit verkaufbaren Gegenständen. Allerdings strömen eben sehr viele Spieler in die radioaktive Zone. Wenn du sie leichtsinnig betrittst, kann es zu Begegnungen mit anderen Spielern kommen, bei denen du sehr schnell den Kürzeren ziehst. Um die radioaktive Zone sicher zu betreten, müssen wir erst die Spawnpunkte und die Kartennavigation verstehen. Nehmen wir das ergiebigste und gefährlichste Gebiet, die Arktisbasis, als Beispiel. Wenn du weit weg von der radioaktiven Zone spawnst, ist es die beste Strategie, dort zu bleiben und Kisten zu plündern, denn die Ressourcen in der radioaktiven Zone sind wahrscheinlich schon längst weg, bevor du jemals dort ankommst. Wenn du jedoch näher an der radioaktiven Zone spawnst, kannst du die Ressourcen zuerst genießen und sogar den Boss darin besiegen. Neben dem Boss-Spawn in der radioaktiven Zone gibt es noch drei weitere feste Boss-Spawns in der Nähe der Zone. Der erste ist der Steelfront-Boss oben rechts. Um diesen einfachsten Boss zu besiegen, lehne dich einfach rechts aus dem Eingang, wenn du dich seinem Raum näherst, und knall ihn dann seelenruhig ab. Der Roboverwüster, alias der Typ mit der Shotgun, befindet sich unterhalb der radioaktiven Zone. Er wird für Spieler empfohlen, die noch keine veredelten Waffen haben, da er eine hohe Chance hat, die S12K zu droppen. Um ihn zu besiegen, müssen wir die Treppe hinaufgehen, um einen günstigen Winkel zu halten und zuerst die beiden mechanischen Schoßhunde vom Boss auszuschalten. Wenn du den Roboverwüster herauskommen siehst, lauf schnell die Treppe hinunter, um ihn auf Distanz zu halten. Sobald du aus dem Aggro-Bereich des Bosses raus bist, kehre schnell in den zweiten Stock zurück. Da der Boss sich langsam bewegt, kannst du ihn zum Balkongeländer führen, wo er stecken bleibt, und ihn dann mit Leichtigkeit besiegen. Sowohl der Boss in der radioaktiven Zone und der außerhalb des linken Lagerhauses ist beides der Eiswüstenkommandant. Sie haben beide dieselbe Schwachstelle. Zwei Stickstoffkanister auf ihrem Rücken. Zerstöre einen Kanister, während der angreift, um den Boss zu betäuben. Um ihn ganz zu besiegen, zerstöre einen Kanister und reduziere die Gesundheit des Bosses um die Hälfte. Zerstöre dann den anderen, um ihn einfach auszuschalten. Bosse lassen nicht nur hochwertigen Loot fallen, sondern haben auch die Chance, seltene Gegenstände namens Passwortfragmente zu droppen. In Metro Royale gibt es 5 Farben von Passwortfragmenten und entsprechende Räume. Weiß, Grün, Gelb, Rot und Schwarz. Mit einem Fragment kannst du die Tür der entsprechenden Farbe öffnen, um die wertvollen Gegenstände darin zu erhalten. Neben den Boss-Drops kannst du diese Passwortfragmente auch in Aktentaschen und Aktenkoffern finden. Hier findest du alle Standorte dieser Schränke und Aktenkoffer in der Arktisbasis. Lass uns die Tür mit dem Passwort öffnen und unseren Tresor mit Goldbarren füllen. Aber Achtung! Wenn du Passwortfragmente oder Goldbarren erhältst, musst du sie im Tresor aufbewahren, um unglückliche Verluste zu vermeiden. Zusätzlich zu den 4 festen Bossen gibt es in der Arktisbasis noch einen zufälligen Boss, den galvanisierten Panzer, auf den du achten musst. Er taucht in einem L-förmigen Bereich unten rechts in der radioaktiven Zone auf. Wenn du den Panzer angreifst, achte immer auf deine Umgebung und beobachte die Richtung, in die das Kanonenrohr des Panzers zeigt. Ändere beim Schießen ständig deine Richtung, um nicht erfasst zu werden. Es ist wichtig zu wissen, dass der Panzer umliegende Gebäude zerstören kann. Also es ist nicht ganz ungefährlich, sich hinter Gebäuden zu verstecken, wenn man ihm gegenübersteht. Wie sollten wir also gegen den Panzer vorgehen? Greife zunächst aus der Ferne an. Die Schwachstelle des Panzers ist sein Hinterteil. Wenn du aus etwa 100 Metern Entfernung angreifst, kann der Panzer dich nicht entdecken. Wenn du also mit Fernkampfwaffen wie der MK14 oder SKS auf das Heck des Panzers zielst, kannst du ihn leicht ausschalten. Wenn du keine starken Fernkampfwaffen hast, kannst du auch die veredelte S12K vom Roboverwüster verwenden, um Schaden im Nahkampf zu verursachen. Aber sei vorsichtig! Greifst du den Panzer aus nächster Nähe an, dann vermeide es, ihm nahe zu kommen. Ansonsten könntest du vom Panzer getroffen und weggeschleudert werden. Außerdem setzt der Panzer, nachdem seine hintere Schwachstelle angegriffen wurde, ein Maschinengewehr ein, das massiven Schaden verursacht. Spieler, die sich für Angriffe aus der Nähe entscheiden, müssen also besonders vorsichtig sein. Während wir reichlich Belohnungen ernten, müssen wir auf der Hut sein. Denn die größte Bedrohung in Metro sind nicht die Bosse, sondern die anderen Spieler. Deshalb müssen wir uns ständig vor feindlichen Hinterhalten in Acht nehmen. Egal, ob du nach Ressourcen suchst, gegen Bosse kämpfst oder dich zurückziehst, sei immer vorsichtig. Achte besonders auf diese beiden Schlüsselpositionen in der radioaktiven Zone. Die erste Position befindet sich am Metro-Eingang im Bereich A. Durch das Klettern auf Holzkisten kannst du das obere Ende des Eingangs erreichen, was ein idealer Ort für Hinterhalte ist. Die zweite Position befindet sich auf dem Dach des grünen Containers über dem Metro-Eingang. Dieser strategische Aussichtspunkt ist sowohl für Nahkampfcamper als auch für Fernkämpfer aus dem Hinterhalt ideal.
Das war's mit den Tipps zum schnellen Geldverdienen in Metro Royale. Jetzt bist du an der Reihe, zu zeigen, was du gelernt hast. Also spring ins Spiel und erkämpfe dir den Jackpot.